Das braucht keine. Okay, wir können seine Sachen nehmen. Der kleine Kerl hat seine Kleidung auf den Tisch gelegt. Die schnapp ich mir. Ja, die schnappen wir uns. Hacke Peter und Ziegendreck. Du kannst mich ja sehen. Was willst du von mir? Ich suche ein Baumportal. Du willst in meine Welt einbrechen? Und ich soll dir noch dabei helfen? Mieser Erpresser. Okay. Du lässt mir keine Wahl. Oh, das ging ja schnell. Zurück und dreh dich um. Dann helfe ich dir. Ah, ich. Auf meinen Kleeblatt zu schlagen. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir dem vertrauen können. Oh. Können wir? Scheinbar ja. So, schon besser. Na, da tritt mich doch ein Schaf. Wo ist denn mein Hut? Den hab ich noch. Profi-Erpresser. Ja. Nun gut, triff mich bei Nacht oben auf dem Rathaus. Dann zeige ich dir den Weg in meine Welt. Aber bring gefälligst meinen Hut mit. Okay, das heißt, wir gehen jetzt zurück zum... Profi-Erpresser? Ja. Ich will doch Zauberer werden. Ja. Was treibst du da, Junge? Das klingt nach schlimmen Selbstgesprächen. Quatsch! Hier war ein kleiner grüner Mann, den nur ich sehen kann. Alles klar. Hoffentlich ist er nicht gefährlich. Was? Nee, nichts. Okay. Also, was ich sagen wollte, ist, wir gehen jetzt zum Bahnhof und pennen bei dem Zauberer. Oder er ist schon Zauberer. Damit Nacht wird. Und dann müssen wir aufs Rathaus hoch. Das müssen wir durch das Haus machen. Also durch das Rathaus durch. Aber die wollten uns ja nicht hochlassen. Ich hoffe, dass ich nicht noch erst irgendwas machen muss. Ich probiere es jetzt einfach mal aus, ne? Wenn es noch nicht klappt, klappt es noch nicht. Hämmern, werkeln jeden Tag. Oh. Der Sound kam, glaube ich, ein bisschen zu spät. Das mag. Da sind ja die beiden. So, dann legen wir uns mal pennen. Ich bin schon wieder so... Müde. Müde. Ja, Jerry, dann leg dich erstmal hin und pennen. Er schläft aber auch immer ganz schön lang. Der gute Herr Haselnuss. Okay, dann verschwinden wir mal und hoffen, dass wir aufs Dach kommen. Der Uhu müsste ja eigentlich wach sein. Oh, bei Nacht sieht es ja auch so süß aus. Das ist alles so schön. Überlegt euch mal, die mussten alles doppelt malen. Da oben ist er. Die mussten ja alles doppelt malen. Einmal farbig und einmal so im Nachtstil. Hier sind die Igelbrüder. Glaubst du, dass das besser wird, als ein Regal zu bauen? Nach dem, was der alte Kirchenmaus mir erzählt hat, wird das sogar besser, als eine Bank zu hobeln. Retter, die die Welt bedeuten. Sieht aus wie ein Stillleben. Was machen die alle hier? Hallo, Herr Kirchenmaus. Ah, du bist es. Der Junge mit dem Hut und dem kleinen Geldbeutel. Keine Sorge, diesmal hat Junior es nicht auf deinen Sparstrumpf abgesehen, sondern auf deinen Verstand. Der beste Magier Mauswalz wird dich an eben diesem zweifeln lassen, wenn er das Unmögliche vollbringt. Ihr Sohn ist auch ein Magier? Das gibt's ja nicht. Ja, da staunst du was. Es gibt Ach, Kirchmaus und Sohn sind einfach die Besten. Nein, ich dachte nur gerade... Dann lass dich mal vom Gegenteil überzeugen. Aber ich hab doch gar nicht... Indem der große Kirchenmaus Junior dieses Glas Wasser auf mysteriöse Weise leeren wird. Ui. Ohne es... Ach, das ist eure Zaubershow. Da bin ich aber gespannt. Vielleicht lerne ich hier noch einen meiner 4 Zaubersprüche. Ist das Wasser jetzt trockener? Kann man sowas sehen? Kann Wasser trocken sein? Könntest du vielleicht die Nuss in das Wasserglas legen? Manchmal hat Junior ein bisschen Lampenfieber. Okay. Da kommt ja doch noch einer auf die Bühne. Hey, Jerry. Wir wussten gar nicht, dass du hier auch mitmachst. Ich helf nur aus. Jetzt leg die Nuss ins Glas und hör auf, Junior die Schau zu stehlen. Ja, ich mach ja schon.
Oha, komplett aufgesaugt. Ganz wasserlos, das Glas. Das ist ja verdammt praktisch, wenn man etwas trockenlegen muss. So eine Nuss könnte ich auch gut gebrauchen. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Es ist Magie. Bitte, bitte, nicht so viel Applaus. Ich glaube, das nennt man eher Taschenspielertrick. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sehen Junior ab heute jeden Abend. Junior, meine Damen und Herren. Und der Junior hat die Nuss gefunden? Oder wie passt das jetzt? Nein, Dennis. Keine Ahnung. Ach, geil. Geil. Kann ich mir Ihre Wassernuss mal ausleihen? Die Wassernuss? Aber das ist Juniors bekanntester Trick. Das ist auch sein einziger Trick, oder? Du meinst, Junior sollte sein Repertoire erweitern? Genau. Oder besser, ganz ohne Nuss arbeiten. Ohne Nuss? Das ist revolutionär und wurde in Mauswald nie gewagt. Na gut, ich sag immer, lachende Kunden sind zahlende Kunden. Also, zeig mir eine Show, die das Publikum zum Lachen bringt. Wenn's klappt, tauschen wir dein Programm gegen die Wassernuss. Okay. Sie wollen okay, Witze? Dann improvisieren ich wir. Für Sie improvisieren. Na dann, viel Glück. Und nun im Vorprogramm des großartigen Kirchenmaus Junior, Jerry, meine Damen und Herren. Hey, Jerry. Kommt jetzt wieder die Nuss? Nein, jetzt wird's witzig. Oh, ich hoffe, er versaut's nicht. Oh nein. Ja. Ich hab ein schlechtes Gefühl ich auch. Bei der Sache. Irgendwelche ich Tier-Jokes. Weiß, was du meinst. Jetzt kommt's. Also. Also. Ja, ich wusste es. Überquert das Huhn die Straße. Was? Das ist doch nicht dein Ernst. Unser Cousin Heinz wohnt an einer Straße. Oder eher gesagt, wohnte. Jetzt wohnt er im Krankenhaus. Oh je, oh je, oh je. Ich wusste nicht. Jerry! Ist ja nicht schlimm. Aber lustig ist es auch nicht. Jerry, komm von der Bühne! Nochmal, Entschuldigung. Schon okay. Er hat's nicht so gemeint. Oh je. Jerry! Du kannst Igel doch keine Straßenwitze erzählen. Das weiß doch jeder. Ja, ist echt Nimm so. Nimm Zettel und Stift und mach dich auf die Suche nach guten Witzen. Oh, das ist aber cool. Beim örtlichen Publikum gut ankommen. Okay, ist wohl wirklich eine gute Idee. Danke. Das ist eine coole Idee. Jetzt können wir bestimmt Leute fragen. Hals und Beinbruch. Nach Witzen. Ich muss weiter. Hals und Beinbruch? Soll das etwa lustig sein? Was für seltsame Kinder manche Eltern haben. Nicht wahr, Junior? Genau. Ah, schön. Einfach schön. Das Problem ist, wir kommen da nicht rauf, solange die da stehen, ne? Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Oh je, oh je, oh je. Okay. Okay, geil. Nichts da. Hier kommt keiner rein ohne Einladung. Was? Aber wieso denn nicht? Geschlossene Gesellschaft, klar. Schon mal was davon gehört? Klar. Nein. Was soll das sein? Geschlossen heißt, dass hier niemand mitfeiern darf, der nicht eingeladen wurde. Ach so, verstehe. Sag das doch einfach. Okay. Was feiert ihr denn? Na, Geburtstag. Was denn sonst? Du weißt ja gar nichts. Wird allerdings eine trübe Party ohne Torte. Ja, Leute, jetzt geht das Gähnen wieder los. Ach, nichts. Geht dich nichts an. Familienangelegenheit. Und warum stehst du hier draußen ganz alleine rum und feierst nicht mit? Weil ich hier warten muss. Worauf wartest du denn? Darauf, dass du dich endlich um deinen eigenen Kram scherst. Weil bringt dann ja endlich diese vermaledeite Torte vorbei. Es gibt keine Torte auf eurer Party, stimmt's? Ja, stimmt, du kleiner Naseweiß. Ich weiß auch nicht, was Anja aufhält. Aber ohne Torte wird diese Feier ein Desaster. Aber das betrifft einzig und allein die Familie. Oh je. Wo kommt das tolle Licht auf eurer Fete her? Das kommt natürlich von den Glühnüssen, die die Familie des Nachtwächters in Handarbeit herstellt. Aber auch das geht dich nichts an. Genau wie alles andere.
Na, dann ich verstehe schon, wir brauchen Kuchen. Ich muss nicht überall dabei sein. Na, endlich. Eieiei. Memo, wir brauchen... Tja. Ja, okay. Gucken wir mal, was mit Anja los ist. Verschlossen. Oh. Von der anderen Seite war auch verschlossen, ne? Oder war ein Schild dran, glaube ich. Mal gucken, vielleicht erfahren wir da was. Geschlossen. Schade. Bei Nacht sieht es auch gemütlich aus. Wie die Menschen, die Tiere. Hier wird der Strom einfach in der Nacht wird das Licht angelassen, damit es von außen schön aussieht. Deswegen gibt es den Klimawandel. So. Was machen wir denn dann jetzt? Was machen wir denn dann jetzt? Vielleicht können wir uns bei denen nach Witzen umhören. Ich sollte mich lieber mit Witzfreunden unterhalten. Okay. Verstehe. Wer könnte uns denn einen guten Witz erzählen? Ja, wohl kaum die beiden hier, oder? Ich sollte mich lieber mit Witzfreunden unterhalten. Ich sollte mich... Ja, okay, alles klar. Aber wo soll... Wir müssen da hoch. Ich glaube, für eine richtige Unterhaltung muss ich da irgendwie hochkommen. Ja, und wir kommen... Eine ganze Stadt passt unter den Baum. Wer sich da oben in der Krone des Baumes einen Kobel baut, hat sicher einen super Ausblick. Oh, wir kommen da durch? Oh, ich glaube, Konrad ist noch wach. Ziemlich langweiliger Papierkram. Alt, aber langweilig. Vielleicht hat Konrad ja einen Witz für uns. Noch eine Karte. Oh, nice, du hast eine Quartettkarte gefunden. Cool. Können wir Konrad nach einem guten Witz fragen? Uhu. Doch klar, dass Konrad wach ist, er ist ein Uhu. Ich sollte mich lieber mit Witz. Okay, alles klar, dann gehen wir jetzt da hoch. Oh Mann, ganz schön duster hier oben. Und kalt ist es auch. Wie kommen wir da rüber? Zu Hause dürfte ich nachts nicht auf Häusern rumklettern. Zu Hause würde ich jetzt mit der Taschenlampe unter der Bettdecke Comics lesen. Da warte ich hier oben im Baum die ganze Nacht und keiner kommt. Er hat echt lang gewartet. Auf der grünen Insel wird das keiner wagen. Aber wenn du dahin willst, dann beeil dich gefälligst. Sonst gehe ich ohne dich durch den Baum und bring meinen Hut mit, du Knilch. Und ja, nicht so einen wie deinen. Aber wie soll ich denn darüber kommen? Kannst wohl nicht schweben wie anständige Leute, du Süßteetrinker. Dann musst du zu Fuß rüber über den Ast. Das ist viel zu dunkel und zu hoch. Da sieht man ja nicht, wo man hintritt. Na, nur zu, du kleiner Erpresser. Wenn du vom Ast fällst, sammle ich den Hut einfach ein unten, während du Sternchen siehst. Nach deiner Hackenattacke auf mein kleines Leben hast du das verdient. Geil. Aber wie soll ich das... Da rüberkommen? Das ist halt eine berechtigte Frage. Über den Ast könnte ich zum Baum kommen. Aber das ist viel zu dunkel hier oben. Ein falscher Schritt und... Und da denke ich lieber... Irgendwas, was leuchtet? Nein. Garstiges Palm. Schöner Ausblick. Ja, das stimmt. Von hier aus kann man das Café und die Stadtmauer sehen. Und eine von den Kanonen der Mauswachen. Um die Krähen abzuballern. Von mir klaut niemand. Ja, okay, dann gehen wir wohl zurück. Wir brauchen erst irgendeine Lösung, darüber zu kommen. Vielleicht können wir einfach mal mit Konrad reden. Vielleicht hat er uns ja was zu erzählen. Uhu. Hallo? Uhu. Herr Konrad Uhu? Nein. Dein karamellfarbenes Fell. Wie ein Sahnebonbon. Er scheint doch zu pennen. Nur mit offenen Augen. Ich glaube, der schläft. Süß. Mit Ursula Eule. Was
Achso. Ah, wir bleiben vielleicht nochmal hier. Hier gibt es nämlich noch eine ganze Menge. Vielleicht finden wir da noch was. Diese Rüstung könnte für einen Spatzen gemacht sein. Oder eine Maus mit einer Eiswaffel im Gesicht. Eine Sommerrüstung sozusagen. Das ist so blöd. Ein Netz mit Nüssen. Für den kleinen Hunger zwischendurch. Hm. Konrad meinte, diese Nüsse seien der Stadtschatz. Natürlich meint Konrad das. Doch an Bäumen. Der hortet die hier, der alte Verbrecher. Dokumente können wir da noch nehmen. Ziemlich langweiliger Papierkram. Alt, aber langweilig. Okay, und das? Ziemlich lang. Alt. Auch. Wie gemacht für einen Pelikan. Einen tödlichen Kampfpelikan. Ja. Sir Schnabelhead. Der Schnabelhead.